Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat in der 14. Runde der österreichischen Bundesliga einen 3:1-Sieg zu Hause gegen Hartberg im steirischen Duell einfahren können. Warum ist es kein Derby? Ganz einfach, es gibt nur ein Derby und das ist halt gegen die Roten. Fertig. Für alle, die es nicht wissen, egal ob Spieler oder vielleicht gelegentlicher Sympathisant oder Fan, also Hartberg ist aus Sturmsicht oder aus Fansicht kein Derby. Ganz einfach. Also, unsere Blackies haben aber nichtsdestotrotz die Pflicht erfüllt. Den Dreier schwer, aber doch mit schwerer Arbeit eingefahren. Die Hartberger brav gekämpft, aber am Ende Sturm. Ja, mit dem doch glücklicheren Ergebnis und natürlich mit dem herausragenden Kirill Despotov, der einmal mehr wie in den letzten Wochen schon den Unterschied aus schwarz-weißer Sicht ausgemacht hat. Im Spiel selber, im ersten Durchgang aus Sturmsicht nicht viel Positives zu erwähnen. Gefährlich und giftig waren die Hartberger. Die hatten Sturm gut im Griff, die haben auch mehr Abschlüsse gehabt, also gleich mal ein Abseitstor von Luckeneder, wo es vielleicht dann in der Entstehung sogar noch eine Elfer-Szene oder einen Elfmeter geben hätte können. Also das sah schon so in der Wiederholung, ich glaube Huber war damit beteiligt bei den Hartbergern, nicht so wahnsinnig ungefährlich aus, also mit ein bisschen Pech entscheidet der Schiedsrichter da auch etwas anders, auf jeden Fall eben. Hartberg giftig gewesen, Sturm ja ein bisschen behäbig, nach vorne ist nicht allzu viel, hat nicht allzu viel zusammengespielt. Despotov mit der einzig richtigen Möglichkeit nach nicht ganz einer halben Stunde per Freistoß, der geht ans Aluminium, aber das war es dann schon. In puncto Torgefährlichkeit, anders die Hartberger, Dosu, der immer wieder herumgewirbelt hat, gerade im ersten Durchgang besonders viel, sowieso auffälligster Hartberger Akteur aus meiner Sicht, der über die rechte Seite kommt, die Hereingabe auf Tadisch, sein Ball dann hauchdünn übers Grazer Tor, da hatten wir auch ja schon ziemliches Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Und ja, das ging eigentlich im ersten Durchgang immer wieder so. Wenn es was Gefährliches gab, dann eher von Hartberg als von unserem Blackies. Auch eine Elfer-Szene, eine mögliche aus schwarz-weißer Sicht hätte es da geben können. Thorsten Röcher, der im 16er auch gelegt wird, geht aber relativ schnell auch zu Boden. Zumindest sieht es in den TV-Bildern so aus. Also da kann ich vielleicht auch noch verstehen, dass der Elfer nicht gegeben wurde. Mit dem 0-0 geht es jedenfalls in die Kabine. Im zweiten Durchgang wird zunächst noch umgestellt. Taktisch bei dem Blackies, El Maestro und im Donkor raus, bringt Schrammel, es wird auf Viererkette, also von Dreier auf Viererkette umgestellt, Schrammel links hinten, dadurch rückt Tierländer ins Mittelfeld vor und das funktioniert dann auch deutlich besser. Auch wenn im zweiten Durchgang Hartberg die erste gute Möglichkeit wieder hat, wieder ist es natürlich Dosu, der zieht da vom 16er herum ab, Siebenhandel kann aber gut den Ball drüber parieren und ja, so bleibt zu diesem Zeitpunkt beim ausgeglichenen Spielstand, bis ein paar Minuten später Sturm dann aber die Gunst der Stunde nutzt und natürlich die individuelle Qualität von Kirill Despotov. Das muss man auch klar erwähnen. Zunächst ist es, glaube ich, Sakic, der den Ball rüberspielt auf Despotov, der mit einer herrlichen Drehung, also 1A technisch, an seinem Gegenspieler vorbei, zieht dann in Richtung 16er, im letzten Moment noch das ideale Abspiel auf den mitgelaufenen Thorsten Röcher, der sich gut in Position lief und der eiskalt mit dem Abschluss, keine Chance für den Hartberg-Schlussmann und das ist eben nach 56 Minuten das 1:0 für unsere Schwarz-Weißen. Danach das Ganze vielleicht so ein bisschen eingeschlafen, Sturm ja in der Phase schon mit mehr offensiven Ansätzen, auch wenn die ganz großen Chancen da eigentlich auch noch ausbleiben, auch die Hartberger, ja, bekommt man einfach besser in den Griff, die sind offensiv auch nicht mehr so präsent, haben aber dann doch in der Phase irgendwann eine Ausgleichsmöglichkeit nach einer Flanke in unseren 16er, ist es glaube ich Repp mit dem Kopfball, der aber dann doch daneben zielt, und das Ganze plätschert vielleicht dann doch eher ein bisschen vor sich hin in der Schlussphase, wird es aber dann doch nochmal hektisch. Also zunächst mal eine Aktion in unserem 16er, wo Spendelhofer mit Clem, dem Ex-Blackie, im Hartberg-Dress ja in einen Zweikampf kommt und sich da dann auch noch wehtut. Man hätte da wohl auch über Elfer diskutieren können. Auf jeden Fall, ja, die Szene geht dann eben einfach weiter. Spendelhofer auch, dann muss nachher ja ausgewechselt, nicht, später auch ausgewechselt werden, aber zunächst eben noch behandelt werden draußen. Und merkt man dann natürlich schon, dass Sturm mit einem Mann weniger, gerade mit dem Innenverteidiger, sich dann schwer tut und in der Phase natürlich, wie soll es anders sein, den Ausgleich kassiert. Zunächst geht dem Ganzen, glaube ich, eine Ecke voran für Hartberg. Der Ball wird nochmal aus dem 16er rausgekegelt, kommt per Flanke nochmal rein, ich glaube von Lienhardt, den ehemaligen GAK-Akteur, der eben auf Luckeneder, der ist komplett allein im 16er und trifft eben locker zum 1:1 Ausgleich nach 74 Minuten. Sturm zu diesem Zeitpunkt
Zeitpunkt gefordert, natürlich auch in den ersten Minuten noch im Schock, aber man versucht es nochmal, das muss man der Mannschaft auch anrechnen und vor allem natürlich Kirill Despotov, der mit seiner individuellen Qualität, ich will es nochmal erwähnen, da den Unterschied dann in der Schlussphase nochmal ausmacht, denn in Minute 83 fällt dann Gott sei Dank das 2:1 nochmal für die Blackies, der eingewechselte Jakob Janscher leitet das Ganze ein, in Nähe der Outlinie spielt den Ball rüber auf Röcher, der rettet den Ball eben gerade vor der Linie, spielt ihn nochmal im letzten Moment in den 16er rein und da steht Kirill Despotov goldrichtig, kommt angerauscht und zack, rein ins Eck, 2:1 für den SK Sturm. Hartberg dann doch so ein bisschen gebrochen, will ich jetzt nicht sagen, aber klar, bei Hartberg war vielleicht die Puste dann auch draußen, Sturm kann nochmal nachlegen, hat natürlich auch die Räume, ganz klar, mit einer Führung im Rücken, das sind dann immer eigene Geschichten, auf jeden Fall ist es Sakic, der schön gegen Dosu den Ball gewinnt, sich erobert, abspielt auf Despotov und der zieht dann einfach mal vom, quasi von Richtung Mittellinie in Richtung 16er, auch wenn Sakic sich da schön hätte angeboten, aber der will es allein machen. Despotov, der zieht dann ab, seinen Schuss noch abgefälscht und landet dann unhaltbar im Winkel zum 3:1. Endstand, Sturm, also ja mit Bauchweh, entscheidet das Steirer-Duell dann doch für sich. Und ja, ich natürlich bin da auch heilfroh, für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk an der Stelle, dass unsere Jungs das Ganze gemacht haben. Man überholt Hartberg jetzt auch in der Tabelle wieder, ist zumindest mal wieder Fünfter. Wie gesagt, auch die Konkurrenz, die hat man jetzt ja wieder weiterhin in Reichweite. Der WRC ja nach der Niederlage gegen Salzburg auch wieder dran. Also 4 Punkte Rückstand auf die Wolfsberger, das ist alles noch aufholbar. Von dem her bin ich da jetzt erstmal beruhigt, auch wenn natürlich nicht alles eitel Wonne war. Also das Spiel war schon, ja, schon ein bisschen Nervenkrimi, muss man sagen. Und gut, von dem her aber freut man sich da einfach mal über den Sieg. Bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zur Partie am Samstag sagt. Der ein oder andere war wohl im Stadion und der wird mir da sicher noch ein bisschen was Genaueres berichten können. Und ja, bevor ich das Video beende, gibt es natürlich dann noch für euch Impressionen eben aus Amsterdam. Dann ein oder anderen Pick, ja, habe ich euch da schon gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, immer Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.